Hallo und herzlich willkommen, ich bin der Lautschmann, ich begrüße euch wieder bei Sally Face, jawohl, und wir sind wieder in der dritten Etage mit der Sally Face in den Allison Apartments und ihr wisst schon, es wird hier immer weirder und deswegen gehen wir mal in Davids Wohnung. Oh, jetzt kommen wir sogar hier rein, krasse Scheiße. Wir müssen tiefer blicken, mehr als nur die Qual des Lebens sehen, den Grund aller Dinge sehen, darin liegt unsere Erlösung. Aha. Okay. Gut, gehen wir mal weiter. DJs Wohnung. Ah, guck mal da. Sally Face, schön dich zu sehen. Hallo Sal, was passiert? Willkommen, ich bin froh, dass du es geschafft hast. Ich kann nicht lange hier bleiben. Ich bin da gerade mit einer Sache beschäftigt, aber es tut gut, euch alle zu sehen. Geht es euch gut? Uns geht's prima, Kumpel. Alles in Ordnung. Du solltest bleiben, Sal. Ja, am besten wäre es, wenn du hier bleiben würdest. Es hat keinen Sinn, dagegen anzukämpfen, mein Freund. Ich sollte jetzt wirklich gehen. Alles ist toll, keine Angst, Sal. Du wirst es schon nachsehen. Noch sehen. Okay. Sind sowas? Okay. Dann wechseln wir mal auf ihn hier. Und er muss erstmal hier runter jumpen. So. Oh, krass. Das ist nicht gerade ohne. Mhm. Okay, dann gehen wir mal da weiter. Boah. Okay, vielleicht können wir weitermachen. Passt auch nicht. Ah, es hat schon was getan. Ah, guck mal da. Sehr schön. Jetzt können wir wieder zu Sandy wechseln. So. Und sie brauchen natürlich ihre Gitter. So, oh Gott. Das verkacken wir. Was war das? Scheiße. Ah, das war zu spät. Okay. Okay, das ist... nein, das war hier. Okay, jetzt haben wir. Yeah, baby. Ich könnte ja mal wieder reinschauen, ob da jetzt wieder alles in Ordnung ist. Aha. Okay, da hat sich, glaube ich, nichts geändert. Okay. Gut, egal. Wir können jetzt einen Stockwerk tiefer. Ach, wir können auch hier. Jetzt lang. Okay. Chuck, wie fühlst du dich, Kumpel? Fühlen? Ja, das ist doch etwas in der Luft, aber es wird sich bald schon auflösen. Bald? Ja, behalt einfach nur so dein Auge, okay?
Suda? Deine Tochter, erinnerst du dich an sie? Sie sitzt direkt neben dir. Oh, okay. Die bewegenden Dinge sprachen in kryptischen Geflüster. Okay. Naja, lassen wir sie mal in Ruhe. So. Oder ist zu. Ich hoffe, wir können hier weiterhin für gute Stimmung sorgen. So, aha. Wow, sehen die jetzt krass aus. Vor dem Licht war Finsternis und sonst nichts. Okay. So. Gut. Er geht ins alte Wohnung. Okay. Na gut, dann darf Charlie mal wieder ran. So. Wow. Krass. Krasse Scheiße. Wow. So. Okay, dann kommen wir mal hier. Ein klebriges Schloss? Ein klebriges Schloss? Okay. Nutzen. Verdammt, die Batterie ist leer. Hoffentlich geht's Todd gut. Scheiße, und wie kriegen wir jetzt das auf? Ist hier irgendwas? Oh. Krass. Ah, jetzt kann sie wahrscheinlich was holen. Genau, jetzt wechseln wir wieder zu Sally. Ich meine, er kann jetzt was holen. So. Oh je, Toilette. Ah, krass. Okay. Machen wir jetzt, okay, da das abgelassen ist. Vielleicht ist jetzt der klebrige Stoff weg. Nee, immer noch. Okay. So. Aber jetzt kann er kann immer noch nicht da rein, ne?
das erstmal nicht. Ja, das ist vielleicht doof. Ah, da schwimmt etwas in der Toilette. Ich denke, ich sollte, Okay. Was? Was? Ah, der hat's. Geil. Ein Schlüssel. Sehr schön. So, okay. Ha! Nice. So, dann gehen wir mal erstmal wieder mit Sally Face herein. Oh Mann. So, na klar, jetzt geht's erstmal wieder hier hin. Da? Vielleicht kann Todd hier was machen. Ich meine natürlich Larry. Nein, du sollst dich verlassen. Du Depp. Geh wieder rein. So, und jetzt noch da rein. Eventuell. Okay. So. So. Ich glaube, das war's aber erstmal. Gehen wir wieder komplett raus aus der Hütte. Und das sollte eigentlich Todd auch tun. Weil ich glaube, jetzt kann er auch auf jeden Fall wieder den Stein aktivieren. So, schauen wir doch mal. Ja. Sehr schön. Komm schon, das war gut. Hä? Warum? Es wird immer schwieriger und immer schneller. So, oh fuck, fuck, fuck. Scheiße, jetzt haben wir. Ah. Okay, nochmal, okay. Am Anfang verlieren wir immer zu viel Zeit. Nein, ah fuck. Komm, nochmal. Wo ist denn das jetzt? Also. Ah nein, ah, oh, sind wir blöd. Nochmal, weil es so schön war. Sorry, ich bin gerade tierisch angespannt. Da macht man gerne mal Leistungsfehler. So, So, jetzt aber. Yes, baby. Puh. Okay, gehen wir mal erstmal weiter hier. Zugeschlossen. So.
So, aber ich glaube, da ist auch nichts. So, okay. Dann verlassen wir die Wohnung wieder. Aber erstmal will ich wieder zu ihm wechseln. Oh, er kann da rein. Krass. Krass. Die Dinge haben wir nicht gesehen. Okay. Da ist sonst keine Tür. Okay, krass. Wow. Okay. Ja, sonst nix. Okay, okay. Dann wechseln wir direkt zu Sally Face. Krasse Scheiße. Okay. So. Hier sind wir wieder. Oh Gott. Schon gleich verkackt. Shit. Okay, gleich mal wieder verkackt. Fuck. Ah, nein, ah, das war immer eins mehr. Ah, kacke, das ist immer so schnell. Schon wieder da, zack. Hä? Haben wir jetzt uns falsch? Ah, scheiße, das war schon zu spät. Zack. Zack. Ah, scheiße. Oh. Okay, Shit. Ah, das ist schon wieder. Oh, jetzt verkacke ich es aber auch die ganze Zeit. Shit. Konzentration. Oh, nochmal. Scheiße, jetzt haben wir wieder eins vergessen. Hä? Boah, was noch alles? Scheiße! Oh nein! Das packe ich niemals im Leben. Niemals im Leben packe ich das. Scheiße, schon verkackt. Egal. Ein Junge steht am Scheideweg der Vergessenheit. Angetan von dem unendlichen Angrund.
gequält und gebunden an die Welt der Sterblichen. Alter. Gefangener vom Fleisch und Knochen. Terence? Wie lang bist du schon so? Alter. Oh, krass. Oha. Hat der Kult das mit ihnen angestellt? Das Kind will nicht sein eigenes Schicksal. Es war schon immer so. Bald schon verstehst du die wahre Harmonie des Unendlichen. Bist du der Unendliche? Warum infizierst du die Seelen in diesem Haus? Die Finsternis umschließt alles und gehorcht unseren Befehlen. Wir bestehen für immer. Wir sind über den Tod hinausgegangen. Terence, ich weiß, dass du da irgendwo drin bist. Du musst damit aufhören. Das Kind, dessen Namen du nennst, gibt es nicht mehr. Deine Anstrengungen sind sinnlos. Dann werde ich dich eben aufhalten müssen. Du wirst es versuchen und scheitern, wie es immer geschieht. Alter. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Oh Gott. Okay. Ah, scheiße. Nein, jetzt geht's wieder zurück. Oh, fuck. Scheiße. Sehr schön. So, komm schon. Das schaffen wir. Sehr schön. Oh yeah, baby. Was? Oh fuck. Oh Mann. Jawohl. Okay, wieder nach oben. Komm schon, jetzt schaffen wir es. Nein! Oh, komm schon! Nein, 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 nein. Oh. 4 bis 6 Wochen später. So, irgendwann war auch diese Passage dann auch mal geschafft. Ja, aber das habe nicht ich geschafft, sondern der liebe Flo von For You hat mir dabei geholfen. Ne? Der ging da mal ganz unbefangen an diese Passage ran. Der hat das Spiel zuvor noch nicht gespielt. Ich habe aber erklärt, auf was da ankommt in dieser Passage und ging da mal ran. Ich war schon total entnervt. Und was soll ich sagen, der liebe Flo hat es dann nach ein paar Anläufen auch geschafft gehabt. Manchmal ist es besser, wenn man da jemand dran lässt, der da einfach ein bisschen unbefangener ist. Also Shoutout geht nochmal raus an Flo von For You. Vielen, vielen Dank. Ja, und dann ist diese Episode auch vorbei. Lasst gerne ein Like da und schreibt was in die Kommentare, wenn sie euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao. Bye, bye.